Das Ganze nennt sich Coltrane Remix, ein Begriff aus der DJ-Kultur. Und dieser Begriff ist mir auch sehr vertraut, weil ich eben schon seit vielen Jahren Radiosendungen mache. Am liebsten live, am liebsten lege ich selber die Platten auf. Und ich wollte einfach keine trockene Lesung machen, sondern mit CD-Playern, mit der Musik von Coltrane, aber auch mit seiner Stimme und mit der von Miles Davis arbeiten. Und dazu natürlich auch gelesene Passagen. Dann kam noch dazu bei den ersten Lesungen, die wir gemacht haben, dass ich dazu auch noch frei improvisiert habe und Dinge erzählt habe, die nicht im Buch stehen, weil es kommt immer wieder was dazu. Und die Leute, die in diese Lesungen gekommen sind, nach Bielefeld, nach Hamburg und nach München bisher, die haben mir gesagt, dass sie durch diesen Coltrane Remix einen ganz anderen Zugang zu seiner Musik bekommen haben. Es waren zum Teil auch Leute dabei, die ihn tatsächlich bei einer der beiden Tourneen in Deutschland live erlebt haben. Und für die das nochmal ein Erlebnis war, nicht nur etwas über ihn zu erfahren, sondern auch die Musik und seine Stimme nochmal zu hören. Hier ist er in seinem Hotelzimmer. Er übt Saxophon mit seinem Tonbandgerät, mit einer kleinen Uhr-Report. Und man muss dazu wissen, in diesem Tonbandgerät liegt ein Band mit Musik von Albert Eiler, seinem jungen Freund, der revolutionär Saxophon spielte. Coltrane probt zu diesem Band von Albert Eiler. Und das Foto, was er sich hier an die Wand geheftet hat, in seinem Zimmer, zeigt ihn mit seinem besten Freund Eric Dolphin. Also das Foto hat eine ungeheure Bedeutung historisch für das Schaffen Coltranes. Wenn man es einfach nur so sieht, sagt es einem vielleicht noch nicht so viel, aber die Geschichte dahinter ist faszinierend. Die Musik läuft durch uns alle hindurch, sagt er. Wenn ich spüre, dass ich nur Noten spiele, vielleicht fühle ich dann den Rhythmus nicht oder bin mal nicht in meiner besten Form. Wird mir das mitten in einem Solo klar, versuche ich, die Dinge auf einen Punkt zu treiben, wo diese Inspiration sich wieder einstellt, wo die Dinge spontan sind und nicht ausgedacht. Erreicht es dann wieder diesen Punkt, spüre ich, dass ich weitermachen kann und es lebt wieder. Aber wenn nicht, mache ich einfach Schluss und verabschiede mich.